Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr euer Peace Control in möglichst kurzer Zeit richtig, richtig gut verbessern könnt. Denn es ist in Season 4 weiterhin ein großer Bestandteil, um wirklich gut in Fortnite zu sein. Und deshalb empfehle ich euch auf jeden Fall, das Ganze zu trainieren. Und das werde ich euch alles, wie gesagt, in diesem Video zeigen. Wenn ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren solche Videos hier mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und schaut natürlich auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Links natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Genauso wie der Map-Code zu der Map, die ich euch gleich zeigen werde. Um jetzt das Peace Control wirklich gut zu trainieren, muss man unterschiedliche Steps durchgehen. Als erstes hätte ich immer begonnen, die einzelnen Peace Control Drills in Creative zu trainieren. Das heißt, die unterschiedlichen Techniken erstmal zu üben, dass man die alle flawless kann. Danach geht es dann weiter mit 1v1s und dabei immer am besten Realistic 1v1s, sozusagen extra versuchen darauf, die Gegner mit solchen Techniken eben mal zu killen bzw. zu boxen. Und danach geht es weiter in ein normales Arena-Game. Und dort müsst ihr dann weiter damit practicen. Am Ende kommt dann natürlich noch die Tournaments, wo das Ganze letztendlich können solltet. Wie gesagt, als erstes braucht man aber natürlich die ganzen Techniken, denn wenn man nicht weiß, wie man Techniken anwendet, dann kann man es natürlich auch schwierig mitten in einem 1v1 machen. Dort muss man sich schon auf zu viele andere Sachen konzentrieren und deshalb hat Don Wazzy eine neue Peace Control Map rausgehauen und das ist der gleiche Stelle auch von der Scavo Game Trainer und ich kann euch die auf jeden Fall nur empfehlen. Den Code seht ihr zum einen natürlich hier einmal im Bild und ich werde euch den, wie gesagt, in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr hier reingeht, müsst ihr einmal einfach auf Spiel starten klicken und dann werdet ihr vier verschiedene Auswahlmöglichkeiten vor euch sehen. Außerdem könnt ihr auf der linken Seite und auch der rechten Seite nochmal unterschiedliche andere Maps sehen. Das heißt, ihr könnt ja auch direkt zum Scavo Game Trainer rübergehen, indem ihr einfach nur einmal interagiert. Ist auf jeden Fall ziemlich praktisch. Genauso natürlich auf der anderen Seite kommt ihr auch direkt zu den ganzen anderen Maps und die sind auf jeden Fall alle auch sehr, sehr empfehlenswert und werden natürlich auch immer geupdatet, falls es neuere Maps gibt. Die Map ist dann auch in vier verschiedene Kategorien unterteilt und zwar haben wir am Anfang die Editing Drills, dann den Peace Control Drills, dann den Peace Control Freebuild und dann den Peace Control Kurs. Das Ganze ist eigentlich so aufgebaut, dass man im Prinzip mit den Editing Drills beginnen sollte. Danach geht es mit Peace Control Drills weiter, Peace Control Freebuild und dann als letztes Peace Control Kurs. Dann braucht eben halt für Peace Control Drills überhaupt erstmal die Editing Skills. Dafür ist eben halt diese Stage zuständig. Hier gibt es wirklich die unterschiedlichsten Varianten und es geht im Prinzip darum, erstmal, dass man das Edit aufwärmt. Dadurch könnt ihr natürlich leichter dann auch die Peace Control ausführen und um zurück in die Lobby zu kommen, müsst ihr einfach einmal Emote drücken. Danach geht es dann, wie gesagt, weiter mit den Peace Control Drills. Hier braucht ihr sozusagen schon Warmed Edits, damit ihr es überhaupt machen könnt. Es gibt ja viele verschiedene Stages. Als erstes beginnt es hier beispielsweise mit einem Triple Edit und dann einem Mongol Classic, den ich verkackt habe. Und dafür braucht man eben halt, wie gesagt, erstmal Warmed Edits, denn ansonsten ist es ganz natürlich relativ schwierig, flawless zu machen. Und ansonsten muss man sich zu viel auf seine Edits konzentrieren. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Und hier gibt es, wie gesagt, am Anfang dieses mit Mongol Classic. Danach haben wir eine Stage, wo wir den Gegner boxen müssen. Und zwar muss man hierfür einmal eine Cone oben placen, auf beiden Seiten eine Wall, dann hier zur Seite gehen und dann so reingehen. Natürlich war ich jetzt etwas zu langsam, deshalb ist er rübergegangen. Aber in schnell sieht das Ganze dann so aus. Und das muss man dann bis zum Ende durchführen. Bei der nächsten Stage haben wir dann wieder was ganz anderes. Und zwar haben wir das hier, dass man zur Seite springen muss. Auf jeden Fall hier zur Seite springen, so placen, dann einmal aufeditieren und dann im Prinzip so zumachen und dann natürlich noch den Gegner abschießen. Das ist dieser Drill. Danach geht es weiter mit so einem Turm hier. Und hierbei muss man einfach immer etwas hochspringen und den dann im Prinzip so boxen mit High Walls. High Walls, falls ihr nicht wisst, was es ist, das ist im Prinzip, dass man nicht nur so hoch die Wall placed, sondern noch einen darüber placed. Das ist relativ praktisch, wenn man so eben halt direkt eine Wall vom Gegner, der eigentlich abschießen kann und dann könnte ich hier beispielsweise so durcheditieren. Könnte es natürlich auch anders machen und dann natürlich den Gegner wieder abschießen. Hierbei müsste dann eine Ramp placen, auf der offenen Seite eine Wall placen, dann hier so reingehen und das gleiche im Prinzip nochmal machen, danach immer wiederholen und so den Gegner dann weiterhin killen. Ihr braucht dann Mongol Classics, das heißt einmal hier das eben halt so zerstören, sollte mittlerweile eigentlich jeder kennen. Hier ist das gleiche im Prinzip auf der linken Seite, was wir vorher gemacht haben, das heißt hier geht das eben halt so rum. Hier muss man eine Cone und einen Floor placen, das heißt hier so rüber und dann das machen. Ihr könnt auch eine Treppe reinplacen, müsst es aber nicht. Wichtig ist, dass ihr keine Cone reinplacet, denn ansonsten könnt ihr das Ganze nicht mehr editen. Als nächstes ist das Ganze im Prinzip genau gleich, nur dass ihr es auf der rechten Seite machen müsst. Ist eben auch immer wichtig, dass man das nicht
nicht nur auf seine Schokoladenseite, sondern auf beiden Seiten macht. Hier ist das Ganze dann im Prinzip so, dass ihr nur Floorcone machen müsst und dann eben halt eine Ramp oder eben halt auch keine Ramp reinplacen müsst. Hierbei ist es dann so, dass ihr wieder auf beiden Seiten eine Wall placen müsst, hier einmal durcheditieren müsst und den Gegner killen müsst. Ihr müsst dann als nächstes den Gegner boxen, das heißt einmal eine Cone placen und dann drei Walls placen und den Gegner damit eben halt killen. Das dann auch immer so weiter. Könnt ihr, wie gesagt, natürlich auch auf beiden Seiten machen. Hier müsst ihr dann wieder Cone Floor placen, dann durcheditieren und dann eben halt mit Walls catchen und das Ganze dann eben halt weiterhin durchmachen. Ich hätte euch immer empfohlen, bei den Stages, die ihr gut könnt, das heißt, wo ihr kaum Fehler macht, macht ihr eher etwas weniger. Bei denen ihr eben halt etwas mehr Probleme habt, macht ihr eben halt etwas häufiger, denn so müsstet ihr dann am Ende so auf einem ähnlichen Level sein. Und natürlich irgendwelche Dinge, die euch auffallen, dass ihr die besonders häufig braucht, hätte ich euch natürlich auch empfohlen, dass er das Ganze dann häufiger macht. Wie zum Beispiel der hier, den benutzt man echt ziemlich häufig in einem Normal Game und ist vor allem ein sehr, sehr praktischer Peace Control Kurs. Deshalb würde ich euch auf jeden Fall beispielsweise empfehlen, dass ihr den hier definitiv trainiert, damit ihr das dann eben halt im Normal Game flawless könnt und dabei eben halt dann keine Probleme habt. Wenn ihr hier mit dieser Stage sozusagen durch seid, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal alle Peace Control Drills, das heißt, ihr könnt unterschiedliche Techniken, die ihr danach natürlich anwenden könnt, und dafür ist dann der Peace Control Freebuild und der Peace Control Kurs da. Ich hätte euch empfohlen, dann mit Peace Control Freebuild erstmal zu beginnen. Hierbei sind ganz, ganz viele verschiedene Builds eben halt in dieser Box drin und ihr müsst im Prinzip einfach überall, wo ihr etwas seht, euch durchbauen und eben halt überall Sachen placen, versuchen hier die ganzen Ramps zu boxen, Sidejumps auszuführen. Einfach alle Techniken, die ihr gerade beispielsweise angewendet habt, beziehungsweise gelernt habt, eben halt anwenden. Das heißt, hier beispielsweise diesen Mongol Classic machen, natürlich ohne Schießen erstmal. Und das dann ganz häufig hintereinander. Dadurch lernt ihr eben halt so unterschiedliche Techniken und lernt die eben halt anzuwenden. Und dadurch könnt ihr das natürlich auch in einem normalen Freebuild sozusagen gegen einen Gegner im 1v1 deutlich besser. Das kann im Prinzip auch teilweise euren normalen Crank Simulator ersetzen. Trotzdem hätte ich euch empfohlen, auch normal natürlich ein bisschen zu cranken, denn hier macht ihr eben halt hauptsächlich wirklich nur diese ganzen Peace Control Drills, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Trotzdem Builds sind auch immer wichtig, dass man die warmt hat und eben halt nicht nur vor allen Dingen die Edits, die man hier trainiert. Und wenn ihr dann hiermit fertig seid, euch eben halt warmt fühlt, dann könnt ihr noch als letztes in den Peace Control Kurs reingehen. Das hier ist im Prinzip so ähnlich wie so ein Edit Kurs. Ihr müsst eben halt an jeder Stelle, die frei ist, irgendetwas placen. Das ist eigentlich egal, was, Hauptsache es gibt eben halt irgendwie sehen, müsst alles boxen, natürlich Gegner killen, auf beiden Seiten sind häufig auch Gegner, das heißt, ihr trainiert hier auch wirklich schön alle Seiten. Es ist auch gefühlt wirklich an jeder Stelle ein Gegner, wie gesagt, hier zwischendurch immer alles schön Cone, Boxen, Floren und so weiter und dann einfach hier alles vollbauen. Hier ist beispielsweise das gleiche, was wir auch schon unter anderem bei den Peace Control Drills drin hatten, dass man natürlich trainieren muss und so sollte man dann irgendwann relativ gut warmt sein und das ist sozusagen nochmal der Abschluss, wo man alles schnell hintereinander machen muss und das Ganze ist eben halt nochmal ein bisschen mehr geleitet als beim Freebuild, wodurch man dann eben halt auch wirklich alle Sachen warmt, denn meistens beim Freebuild macht man eben halt wirklich nur die Sachen, die man am besten kann. Ist eben halt so eine gewisse Veranlagung von Menschen und deshalb ist das hier ganz praktisch, um wirklich alles zu warmen und eben halt nicht nur die Sachen zu warmen, die man eben halt, wie gesagt, gerne macht. Das Ganze könnt ihr hier durchmachen, dauert glaube ich so ungefähr 5 Minuten, je nachdem wie schnell man eben halt mit dem Editen ist, dauert das dann eben halt länger oder kürzer und es gibt ja im Prinzip keine Vorschrift, wie ihr das genau machen muss. Hauptsache man macht es eben halt irgendwie und placed auf jeden Fall überall irgendetwas, dann passt das schon. Wenn ihr das immer noch regelmäßig in euer Warm-up einbaut, dann werdet ihr auf jeden Fall in kurzer Zeit hier schon deutlich besser sein. Wie gesagt, das reicht allerdings noch nicht, denn man weiß natürlich noch nicht, wie man gegen Gegner spielt, denn wenn man gegen Gegner spielt, muss man natürlich ein paar andere Sachen bedenken. Der Gegner baut natürlich auch, er bewegt sich, wodurch es nochmal was ganz anderes ist, weshalb ich eben halt euch dann empfehlen würde, in eine 1v1 reinzugehen, dort dann besonders eben halt darauf zu achten, dass ihr Peace Control ausführt und danach, wie gesagt, auch in Arena reingeht und dort auch besonders auf euer Peace Control achtet. Eine Sache, die ihr aber allerdings bei der ganzen Sache beachten solltet, ist, dass Peace Control natürlich nicht das Wichtigste im Game ist. Das heißt, setzt nicht euer Aim-Training oder so, also Aim-Duels und
und so weiter. Nicht dafür aus, dass ihr eh mal mehr Zeit habt, Peace Control zu trainieren, sondern seht das im Prinzip als zusätzliches, wenn ihr viel Zeit habt, wenn ihr eben halt mal 10 Minuten am Anfang noch mehr fürs Warm-Up usen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall hier in dieser Map machen, ein paar Peace Control Drills mit dem Peace Control Kurs machen und so weiter. Das würde euch auf jeden Fall weiterhelfen, aber wenn ihr gutes Aim habt, dann habt ihr im Prinzip schon die halbe Miete, deshalb fokussiert euch nicht zu sehr hier auf Peace Control. Der kleine Vorteil natürlich bei dieser Map ist, dass man gleichzeitig auch noch so etwas wie Aim trainiert, also gerade für Shotgun, dadurch, dass man eben halt immer Edits used und dann eben halt mit der Shotgun schießt und dann auch manchmal eben halt ein bisschen flicken muss, weil dann die Gegner schon relativ plötzlich kommen, dann hat man eben halt dadurch auch so ein gewisses bisschen Aim-Training. Trotzdem, wie gesagt, ersetzt das Ganze eben halt nicht das Aim-Training, sondern ist nur eine Ergänzung zu eurem Warm-Up-Programm, damit ihr eben halt insgesamt besser werden könnt. Und damit war es dann auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.